Wir lesen jetzt aus dem Hebräerbrief die Verse 8 bis 10 aus dem 11. Kapitel. Die Auswirkung des wahren Glaubens. Heute Morgen haben wir davon gesprochen, von der Offenbarung durch den Glauben, was alles kundgetan wird und wie geht es nun in der Praxis weiter? Die Auswirkung des wahren Glaubens. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er ererben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem Fremden und wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Soweit Gottes Wort. Wir haben uns gesagt, dass nur der Glaube, der aus der Ewigkeit kommt, eine gewisse Zuversicht ist, eine Gewissheit gibt über dem, dass man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Nur der Glaube aus der Ewigkeit kann dies bewirken. Nicht der Glaube aus den Menschen. Und wir sagten uns selbst, der erste Schritt des Glaubens auf Jesus zu, ist bereits eine Vorgabe, ein Geschenk Gottes. Und nur dieser Glaube aus der Ewigkeit ist zu wirklich wahrhaftigen Glaubenstaten fähig. Glaubenstaten im Gehorsam. Es sind also keine Glaubensschritte, die man sich selber vorstellt und sie einfach geht, sondern es sind Glaubensschritte, die geboten wurden, die man nicht versteht und trotzdem geht. Glaubensschritte bedeutet nicht, ich versuche mal in eine bestimmte Richtung zu gehen, mal sehen, ob da eine Tür ist, durch die ich schreiten kann. Glaubensschritte sind keine Versuchsschritte, sondern sind gewisse Tritte aufgrund der Ansage Gottes, die man im Gehorsam tut. Wir merken also, um Glaubensschritte tun zu können, muss man zuvor wissen, wo es lang geht. Man muss wissen, was man tun soll. Das ist ein Glaubensschritt. Eine Anweisung muss man haben. Ohne Anweisung ist Glaubensschritt nicht möglich. Wer nicht weiß, was er tun soll, kann es nicht anpacken. Wer nicht weiß, wo er hingehen soll, wird immer in die verkehrte Richtung gehen. Er wird viele Wege ausprobieren vielleicht, wie es der natürliche Mensch tut, um festzustellen, ob einer dabei war, der eventuell wohltuend ist und der Richtige sein könnte. Aber man weiß nie, ob man auf dem richtigen Weg ist. Man braucht also die Anweisung. Der Glaube aus der Ewigkeit, er arbeitet auf dem Hintergrund der Geduld, wie wir es gelesen haben. Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut. Arbeitet auf dem Hintergrund der Geduld und gibt genaue, klare Anweisungen, welche Schritte zu unternehmen sind. Nicht unbedingt immer das Ziel, wo diese Schritte enden werden, aber dass Schritte in eine Richtung getan werden sollen. Solange also mein Leben von Ungewissheiten und Zweifeln über Gottes Handlungsmöglichkeiten belastet ist, kann ich nicht zu einem gesegneten Leben vom Glauben und Glaubenstaten und Glaubensbezeugungen kommen.
Noch einmal, solange mein Leben von Ungewissheiten und Zweifeln über Gottes Handlungsmöglichkeiten belastet ist, kann ich nicht zu einem gesegneten Leben von Glaubenstaten und Bezeugungen kommen. Ich werde, wie es sprichwörtlich ja schon gesagt ist und wie wir es in der Schrift lesen, ein ungläubiger Thomas bleiben. Ein ungläubiger Thomas, der immer sagen wird, Johannes 20, 25, es sei denn, dass das und das und das, sonst kann ich es nicht glauben, habe ich Zweifel. Es sei denn, nein, dieses es sei denn ist nicht auf dem Glaubensweg mit Gott mir gestattet. Es hat keinen Platz. Da gibt es Anweisung und im Gehorsam ein drauf eingehen. Nicht mehr es sei denn. Thomas sagte, ich kann es nicht glauben. Es sei denn, ich darf meine Finger in seine Wundmale legen und meine Hand in seine Seite. Sonst kann ich nicht glauben, dass mein Herr Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und wir wissen ja, wie es dann weiterging, dass Jesus nochmal den Jüngern erschien, als sie beieinander waren, und Thomas war diesmal dabei. Und er sagte, um den Thomas zu überführen von seinem Unglauben, dass das, was er dort hat, nicht Glaube ist aus Gott und er nie zur richtigen Handlung kommen wird, sagt der Thomas, nun komm, leg deine Finger in meine Wunden, deine Hand in meine Seite. Aber er tat's nicht. Er war beschämt. Er merkte, das ist nicht Glaubensnachfolge. Was ich zuvor hatte, war auch keine Glaubensnachfolge. Das war nur ein Fürwahrhalten, eine Möglichkeit, die man mal erwägen könnte. Aber keine Gewissheit. Keine Gewissheit, wem ich folge. Keine Gewissheit darüber, was ich tue. Warum ich es tue, für wen ich es tue, nichts. Das war eingebildeter Glaube. Eingebildeter Glaube. Thomas, fass hier in meine Wunden. Nein, mache ich nicht. Jetzt will ich glauben, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mit anderen Worten, lass dich mit Glauben beschenken, der dir die Gewissheit gibt, dass du den richtigen Weg gehst. Denn du musst das wissen. Du kannst es nicht nur für wahr halten und ausprobieren. Ansonsten kommt immer wieder die Frage bei den ungläubigen Thomasen auf, sind mir überhaupt meine Sünden vergeben? Ist Jesus überhaupt auferstanden? Es sei denn, sind mir meine Sünden vergeben? Kann ich auch Sieg haben? Es sei denn, kann ich im Glauben bestehen, wenn schwierige Situationen kommen? Das sind alles die Fragen, die die Thomase beschäftigen. Kein gewisser Glaube, sondern ein sich vorgestellter Glaube, sich eingeredeter Glaube. Kann ich bestehen? Kann ich in besonderen Tiefen meines Lebens vielleicht sogar darüber nachdenken, ob es einen Gott gibt? Wir denken für uns vielleicht jetzt, solches ist nicht möglich. Ich habe Christen das aussprechen hören, die von sich gesagt haben, sie sind wiedergeboren. Und kommen in Situationen, wo sie sagen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt. Dann steht man machtlos daneben. Hat vielleicht Jahrzehnte Gottes Worte aus deren Mündern gehört. Und plötzlich sagen sie sowas. Man hat keine Antwort mehr. Das ist ein Weg des eingebildeten Glaubens, aber nicht der Glaube der Gewissheit.
oder diese Fragen, die einen dann immer beschäftigen, wo ist denn Gott jetzt? Wo ist er denn? Warum geht es mir denn so? Er ist ja vielleicht gar nicht jetzt so nahe. Das hat nichts mit Glaubensschritten zu tun, mit Glaubenstaten zu tun. Das ist der menschliche Glaube von unten nach oben, aber nicht von oben nach unten. Nur durch den Glauben im Heiligen Geist können wir Glaubensgehorsam praktizieren und erleben, dass die Anweisungen Gottes richtig sind. Und dieser Gehorsam birgt allerdings immer wieder verstandesgemäße Unwissenheit in sich. Durch den Glauben, haben wir gelesen, war Abraham gehorsam. Aber was war nicht vorhanden? Er wusste nicht, wo er hinkäme. Glaubensschritte sind gewisse Tritte, nicht in den Nebel hinein. Ich weiß, was ich tun soll. Und ich tue es. Aber wo es endet, genau, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, in welche Richtung ich mich in Bewegung setzen soll. Er wusste nicht, wo er hinkäme. Das ist ja die Praxis, und die brauchen wir ja unbedingt, auch von Sprüche 3, wo uns das schon gesagt ist, ab Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Er muss dir sagen können, was du tun sollst, und dann tu es einfach. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Hätte sich Abraham auf seinen Verstand verlassen, wäre er nicht ausgezogen aus Ur und Chaldäa. Er hatte die Anweisung, auszuziehen, aber er wusste nicht, wo er hinkommt. Er wusste nicht, wem er begegnen würde. Hätte er geforscht, mal im Atlas nachgesehen und mal geschaut, was da für Leute wohnen und was die alles so machen, dann hätte er gesagt, das kann aber nicht der Weg des Herrn sein, dass ich ausgerechnet zu den Kanaanitern gehen soll. Die sind doch völlig verkehrt. Das ist ein ganz anderes Volk. Damit will ich doch gar nichts zu tun haben. Das kann nicht sein. Aber er tat es nicht. Er forschte nicht nach über die Gegebenheiten. Er wusste nur, ich soll gehen. Und er ging. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht. Und das könnten wir, ach, wie oft könnten wir das Wort nicht unterstreichen und müssten es tun. Am besten seitenlang. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt ja nicht, dass ich keinen Verstand habe. Aber wenn es um Glaubensdinge geht, um Glaubenswege, ist der Verstand untauglich. Absolut untauglich. Das ist schwer einzusehen für uns Menschen. Wir probieren es ja immer wieder. Aber das ist so. Wenn vom Himmel her etwas gesagt wird, reicht unser Verstand nicht mehr aus, das zu durchforschen und das zu sezieren, sondern da reicht es aus, durch den Heiligen Geist einfach zu tun, was gesagt ist. Denn es heißt ja hier weiter, sondern gedenke an ihn, den Herrn, in allen deinen Wegen. Dann wird er dich recht führen. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Dünke dich nicht weise zu sein und besser zu wissen, was dort in Kanaan geht als Gott. Sondern wenn der Herr sagt, geh raus, geh diesen Weg, dann geh ihn. Fang nicht an, mit Gott zu rechten oder zu diskutieren, aber es sei denn, so wie Thomas, sondern tu es. Allerdings, ich gebe zu, man kann es ja nur tun, wenn man was gehört hat. Und das ist in der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist möglich geworden. Der Glaube im Heiligen Geist, der verklärt uns den Willen Gottes. Glaube, wie es die Schrift sagt,
birgt für die natürlichen Menschen ganz große Unsicherheiten, weil er das, was er glaubt, noch nicht sieht. Er glaubt, dass Gott recht hat, ich muss dorthin gehen, nach Kanaan, aber ich sehe es noch nicht, was mich da erwartet. Aber in Johannes 7, Vers 38 sagt der Herr Jesus genau das. Wer da glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer da glaubt, wie das Wort Gottes sagt, der wird Wunder sehen. Der wird Segen verbreiten. So zog Abraham und er wurde ja genannt Vater des Glaubens, weil er sich nicht auf seinen Verstand verließ, sondern Gott einfach glaubte. Zog er aus, ohne den genannten Ort oder den Werdegang an diesem Ort zu kennen und zu wissen. Aber er zweifelte nicht an Gottes Verheißung, indem er sich sagte, was Gott verheißt, das wird er auch geben. Und wenn wir das mal auf der Landkarte anschauen könnten, wie lang der Weg ist, das war nicht gerade um die Ecke. Geh aus von Charlottenburg in Berlin nach Spandau. Das könnte man ja noch überblicken, aber vielleicht sogar bis Bad Gandersheim. Aber nach Kanaan, das war ein Fußmarsch über Wochen. Das war eine Entfernung sondergleichen, als ob ich 10.000 Kilometer wegfahren müsste von Berlin. Was ist dann 10.000 Kilometer Entfernung? Was erwartet mich da? Muss ich da eine Decke einpacken? Ist es da kalt, warm, vieles andere mehr? Ist alles so unsicher? Brauche ich Proviant? Muss ich mir ein paar Berater mitnehmen? Gibt es da Berge? Vielleicht muss ich einen Berg überklimmen? Und vieles andere mehr. Es war eine riesige Wegstrecke, die vor ihm lag. Glaube aus dem Heiligen Geist, ich habe es bewusst aus jetzt genannt, weil er im Heiligen Geist ist, schließt Gehorsam mit ein. Glaube aus dem Heiligen Geist schließt Gehorsam ein. Wir können es auch umdrehen. Ungehorsam schließt den Glauben aus. Ungehorsam schließt den Glauben aus. Deswegen kommen so viele Unsicherheiten auf. Aber wir lesen hier im 11. Kapitel, das sollte den Hebräern auch wichtig sein, denn Abraham war ihr Stammvater. Durch den Glauben ward er gehorsam. Gehorsam und Glauben hängen ganz eng zusammen. Nicht durch das Verstehen wurde er gehorsam, weil er den Willen Gottes abnickte und sagt, ja, das geht in Ordnung, ich habe das nachgesehen, das machen wir. Nicht deswegen, weil er es verstanden hat, recherchiert hat, sagen wir ja heute. Ne? Mal gucken, wie das lang geht, bis zum Endpunkt, das können wir machen. Gut, bin ich mit einverstanden. Nein, durch den Glauben ward er gehorsam, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Ohne zu wissen, ob er diesen langen Weg eigentlich schaffen könnte. Ohne zu wissen, ob ihm nicht vielleicht eine Armee entgegenkommt und ihm den gar ausmacht. Ohne zu wissen, ob er in eine dürre Wüste gerät auf diesem Weg, wo er nichts zu essen findet. Der Glauben birgt in sich Gehorsam. Einfach handeln. Denken wir, ich schiebe das mit ein, noch einmal an Petrus, der überwältigt war von dem, was er hörte durch Jesus Christus. Und als Jesus ihn aufforderte, fahr hinaus auf den See Genezareth, werf dein Netz aus und die anderen auch. Und dann fing Petrus ja an zu stottern mit seinen Entschuldigungen, nicht? Seinen Erfahrungen, aber er wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner mit dem, weil er merkte, das taugt nicht. Auf dein Wort hin mache ich das jetzt.
meiner Erfahrung taugen überhaupt nichts. Wurde immer ruhiger. Auf dein Wort werfe ich das Netz aus. Ne? Unverständlich, ich verstehe das nicht, aber ich tue es. Glaube und Glaubensgehorsam. Und er tat einen für ihn auch unfassbar großen Fisch zu. Tara, der Vater Abrahams, hatte wohl zum Teil Glauben und Glaubensgehorsam, aber der Glaube wurde rückläufig, weil der Gehorsam nicht anhielt. Wenn man also weiß, welchen Weg man gehen soll und geht ihn nicht weiter, bleibt man hängen. Man schwebt nicht automatisch auf dem Weg des Glaubens weiter, sondern man bleibt stehen. Und manche Kinder Gottes sind auch stehen geblieben. Sie kommen einfach nicht weiter, weil sie nicht im Gehorsam geblieben sind. In der Apostelgeschichte 7 lesen wir in diesem Zeugnis des Stephanus, dass er über die Geschichte Israels gab, dass Abraham wohl in Ur in Chaldea den Ruf hatte, auszuziehen, aber die ganze Familie, natürlich der Vater, hatte das Sagen, Vater Tara, mitkam. Und dann blieben sie in Haran hängen. Aber Tara wusste genau, dass es nicht nach Haran gehen soll, sondern dass es nach Kanaan gehen soll. Ich werde die Stellen auch lesen. Hier heißt es, er sagt in seiner Rede, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, da er noch in Mesopotamien war, ehe er wohnte in Haran, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Freundschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus der Chaldäerlande und wohnte in Haran. Und von dort, da sein Vater gestorben war, brachte er ihn herüber in dies Land, darin ihr nun wohnet. Also der Ruf an Abraham ging schon in Ur an ihn. Und Tara wusste auch darum. Denn wir lesen in 1. Mose 11, Vers 31, und früher war es so, dass das Oberhaupt der Familie noch was zu sagen hatte. Und da nahm Tara nämlich seinen Sohn, der war ja schon erwachsen, und trotzdem, der Vater blieb der Vater. Auch wenn der schon volljährig war. Heute ist es ja dann etwas anders, wenn man mit 18 volljährig wird. Ne? Dann haben die Eltern weniger zu sagen. Aber wir lesen, da nahm Tara seinen Sohn Abraham und Lot, seines Sohnes Harans Sohn, und seine Schwiegertöchter Sarai, seines Sohnes Abraham, Weib, und führte sie aus Ur in Chaldea, dass er ins Land Kanaan zöge. Also Tara wusste, wo es hingehen sollte. Und sie kamen nach Haran und wohnten da selbst. Es war also der Ruf an Abraham schon da, den Tara mithörte, und er nahm seine Familie und zog Richtung Kanaan, nach Kanaan, blieb aber in Haran hängen. Und sein Name sagt das schon aus. Tara heißt Zauderer, ein Zauderer. Er ließ sicher immer wieder neue Einwände für sich gelten, nach Kanaan zu ziehen. Und somit kam er nicht an das Ziel dieser Reise. Er blieb in Haran. Es bedurfte also eines zweiten Rufes zum Glauben an Abraham, denn nachdem sein Vater gestorben war, musste er nicht mehr dem Diktat seines Vaters gehorchen. Er war ja nicht mehr da. Jetzt konnte er frei dem Ruf Gottes nachkommen. In 1. Mose 12 heißt es dann, dass Abraham nochmal gerufen wurde. Vers 1 und dann 4. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Freundschaft
und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Vers 4, da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Ur zog, aus Haran zog. Wir sehen also, es war ein zweiter Ruf, denn beim ersten Ruf sollte er aus Ur in Chaldea ziehen. Und jetzt zog er aus Haran aus. Glaube und Glaubensgehorsam. Wenn der Glaube und Glaubensgehorsam nicht zusammenkommen, gibt es ein stilles Stehen und Zurückbleiben. So zog Abraham also weiter durch in das Land, das Gott angegeben hat, ohne zu wissen, was ihn darin erwartet. Wir sehen aber, dass er ein Fremdling blieb in diesem fremden Lande. Denn wahrer Glaube, der abhängig ist von dem lebendigen Gott, bewirkt auch Absonderung. Absonderung für Gott von dieser Welt, vom Wesen dieser Welt. Wahrer Glaube will immer das tun, was Gott gefällt. Manch junger Mensch fragt ja dann schon, darf ich als Christ das und das noch tun oder tun? Die Antwort lautete, wenn du an Jesus Christus glaubst und er ist dein Herr und dein Heiland, dann geh überall dahin, wo er auch hingeht. Und wenn er dahin geht, wo du glaubst sein zu können, kannst du da sein. Hast du aber das Empfinden, er geht nicht dahin, dann geh nicht dahin. Denn wahrer Glaube macht sich immer abhängig von dem Ort, wo Gott ist. Und lebt in der Absonderung von den Orten der Welt, wo Gott nicht geehrt wird. So wurde Abraham, so haben wir in Vers 9 gelesen, Abraham durch den Glauben ein Fremdling in dem Land, das er und seine Nachkommen erben sollte. Er war einfach noch nicht zu Hause, das Land war nicht frei. Er fühlte sich wie ein Fremdling und blieb auch dort ein Fremdling. Er vermischte sich nicht, denn durch den Glauben baute er sich nicht ein Haus bei den Kanaanitern, sondern er wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben. Er zog nicht in die Häuser der Kanaaniter ein. Um die Einlösung, also der Verheißung des Herrn zu erlangen, ist die bewusste Abkehr von der Welt und Hinkehr zu Gott in Jesus Christus notwendig. Die bewusste Abkehr, das haben wir schlechthin auch heute etwas vernachlässigt und verlernt. Ich habe mich gefreut über die Ausführung von der Schwester Inge, über die Schwesternschaft, dass sie klar gesagt hat, wir können nicht mit der Welt mitleben. Wir müssen entschieden sein für Christus, für ihn und sein Werk. Wir sind ihm allein verpflichtet. Wir müssen die Abkehr haben von den Dingen, die uns fernhalten wollen von Gott und die absolute Hinkehr zu dem Heiland, der uns erlöst hat. Abraham, so wie Isaak und Jakob, hätten ja in den vorhandenen Städten Kanaans leben können. Sie hätten ja mit den Kanaanitern leben können. Häuser waren ja da, freie Wohnungen sicher auch, so wie in Berlin. Wir haben viele freie Wohnungen, zu viele. Die Leute können sie gar nicht mal vermieten. Und gab es bestimmt dort auch. Hätten sie ja machen können. Warum wollen sie denn zelten? Weil sie für Gott abgesondert geblieben waren und sein wollten. Sie wollten der Stimme und der Führung Gottes gehorchen. Da, wo es weitergeht, ich denke da auch an die Wüstenwanderung. Und ich freue mich immer wieder, wie einseitig das Volk Israel auf diese Wolkensäule schaute. Sie haben die Zelte nie abgebrochen, solange die Wolkensäule da war. Erst wenn die sich erhob, dann sahen sie es alle. Jetzt abbauen, 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 jetzt geht weiter. Nicht einen Tag vorher.
Sie waren abhängig von der Wegführung Gottes. Sie blieben so lange an dem Ort, und wenn das Monate war, wie die Wolkensäule dort über der Stiftshütte stand. Erst wenn sie sich erhob, ging es weiter. Und wo sie sich senkte, hatte auch keiner zu sagen, ach, lass uns mal noch einen Kilometer weiterlaufen. Da hinten scheint es besser zu sein. Wo sie sich senkte, da blieben sie. Da wurden die Zelte wieder aufgeschlagen. Nicht? Das ist Wegführung Gottes. Hinkehr zu Gott in Jesus Christus. Abraham und seine Familie, sie wollten lieber in der Absonderung und somit in der Gegenwart Gottes bleiben. Und wie die Erzväter sich äußerlich absonderten, sollen ja auch wir, die den Heiligen Geist empfangen haben, uns innerlich vom Wesen dieser Welt absondern. Wir haben in diesen Tagen schon gelesen, und ich möchte noch einige Verse mal wiederholen, was der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 16. Die Korinther, das hauptsächlich ja auch aus Griechen bestehend, aber als Substanz in dieser Gemeinde auch Juden, die daran erinnert worden sind, dass auch die Erzväter in der Absonderung, und zwar nicht aus Gebot, sondern aus Glauben lebten. Ist ja ein Unterschied, nicht? Man kann sich ja Gesetze auflegen, das hast du nicht zu machen, das hast du nicht zu machen, das hast du nicht zu machen, so musst du sein. Machen ja auch viele Christen. Nein, das ist hier eine freiwillige Absonderung durch den Glauben. Ich möchte einfach bei dir sein, Herr. Und wenn ich eben nicht da bin, wo ich sonst sein würde, macht nichts. Durch den Glauben bleibe ich bei dir. Nicht, weil ich das nicht darf und das nicht darf und das nicht darf. Das wären neue Zwänge, die auch aufhalten auf dem Weg der Nachfolge Jesu. 2. Korinther 6, Vers 16. Ja, was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen, unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Also Absonderung ist ein Weg des Glaubens. In Offenbarung 18, Vers 4, wo es um das Gericht über Babel geht, über Babel, der Inbegriff der Stadt der Sünde oder des Reichs der Sünde, heißt es auch, geht aus von ihr, sondert euch ab, damit ihr nicht mit ihr untergeht, damit ihr nicht mit ihr Schaden leidet. Und wir wissen, dass später der Lot fast mit untergegangen wäre, mit Sodom, weil er diese Stätte der Sünde gewählt hat wegen des besseren Geschäftes. Einmal haben sie ihn verschleppt, da musste Abraham ihn erst wieder befreien, seinen Onkel, durch die Gnade Gottes mit einer kleinen Schar Lot und seine Frau und Familie aus den Händen der Kriegsleute nehmen. Und als es dann um die Frage ging, kann Sodom überhaupt noch bestehen und Gomorra und später Feuer und Schwefel auf sie fiel, war es auch ein gerade so entrinnen. Seine Frau, wissen wir, konnte nicht mehr entrinnen. Und er hatte auch noch Bedenken zu entrinnen. Er sagt, ich bin gebrechlich, ach Herr, das kannst du ja nicht von mir verlangen, dass ich auf den Berg gehe. Lass mich doch da in die kleine Stadt gehen. Gut, dann geh in die kleine Stadt, aber sieh nicht hinter dich. Die Frau hat es doch getan. Wir merken, wie schwierig das ist, wenn man nicht Glauben und Glaubensgehorsam zulässt. Wenn man nicht in der inneren Absonderung oder wie Abraham damals in der äußeren Absonderung lebt, man wird allzu schnell mit dem Geist der Welt und dem Gebaren der Welt und dem Gericht verschmolzen. Gehet aus von ihr, spricht der Herr, Offenbarung 18, 4.
rührt kein Unreines an, damit ihr nicht mit ihr untergeht. Absonderung um des Glaubens Willens an den Herrn bringt allerdings auch etwas Unangenehmes mit sich. Schmach und Schande. Schmach und Schande durch die gottlose Welt. In Hebräer 13 lesen wir das im Blick auf unseren Herrn, dass das mit der Absonderung einhergeht. Und das sollen wir aber erdulden, weil wir wissen, wem wir folgen, wem wir unser Ja-Wort gegeben haben. Darum, ab Vers 12, hat auch Jesus, auf das er heiligte, das Volk durch sein Eigenblut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Mit in diese Absonderung hinausgehen und mittragen oder auch mitdulden, was man ihm entgegenschleudert. Und so ist es auch in dieser Welt. Da, wo man Gott ablehnt und hasst und Böses dem Namen Jesu entgegenschleudert, da wollen wir auch wir stehen, weil er unser Herr ist. Wir wollen auf seiner Seite stehen. Das bringt es auch mit sich. Schmach und Schande von der Welt her, oder wie ich es in diesen Tagen gesagt habe, dass Leute einen einfach für verrückt erklären und lassen einen auf der Straße stehen. Das gehört dazu. Will ich anerkannt sein bei den Menschen oder will ich anerkannt sein bei Gott? Abraham wollte bei Gott anerkannt sein. Und darum tat er durch den Glauben dies, dass er einfach daraufhin handelte, in der Absonderung blieb, in Hütten wohnte. Und ich lese noch den 14. Vers aus Hebräer 13. Lasst uns hinausgehen und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Abraham baute kein Haus an einem Ort, sondern er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister und Grundleger Gott selbst ist. Darum in der Absonderung leben. Wahrer Glaube verlässt das Lager des Weltgeistes und wird gesegnet, um vor der Welt ein Zeuge und Zeugnis geben zu können von dem lebendigen Gott. Wer im Lager bleibt, wird zeugnislos bleiben. Zeugnislos. Er kann seinen Glauben nicht bezeugen. Mir fällt jetzt gerade dies ein, das habe ich auch irgendwo gelesen, ein Zeugnis, schon längeres Zeugnis, nicht? Eine Frau, die gerne tanzte. Gerne tanzte. Ich wurde Christin. Aber sie dachte es bei sich, weil ich ja nun mal gerne tanze, kann ich doch ruhig ins Tanzlokal gehen. Ich bleibe einfach bei Jesus. Denn das Tanzen macht Spaß. Aber allerdings, da sind ja nun keine Christen oder vielleicht überwiegend keine Christen. Aber ich möchte gern tanzen, denn es ist ja alles erlaubt. Und dann steht in diesem Zeugnis, sie tanzte mit einem Mann, aber sie wollte natürlich nicht engere Beziehungen mit einem Ungläubigen. Das ist ja nun ganz klar, nicht? Das hat sie sich vorgenommen. Und im Laufe des Abends fragte sie diesen Mann, ob er denn auch an Gott glaube oder Christ sei. Und er sagt, wieso? Sie oder du? Ja, ich bin. Ach so, ja, was machst du denn hier? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Zeugnis war dahin. Der Mann hat sie nicht mehr ernst genommen. Er hat gewusst, wenn man eine Entscheidung für Gott trifft, gibt es bestimmte Dinge, die man einfach nicht mehr tut. Weil die dort, wo Gott sein Zelt aufschlägt, nicht vorhanden sind. Die sind bei den Kanaanitern zu Hause. Aber im Zelt, da wo Abraham war, ist das nicht. Findet sowas gar nicht statt.
Nicht? Und wir wissen ja, wie das mit der Dina war, dem 13. Kind von Jakob. Was war ihr Begehr? Ach, sie wollte mal gucken, wie die Mädchen aussehen dort in Kanaan, in Sichem. Was tragen die eigentlich? Welche Haarfrisur? Wollen wir doch mal gucken. Was war das Resultat? Sie wurde vergewaltigt. Sie wurde entehrt. Nur deswegen, weil sie das Lager verließ und wollte mal gucken, wie die anderen leben. Sie blieb nicht in der Familie Gottes. Zeugnislos. Wer im Lager bleibt, wird Zeugnis. Wer nicht im Lager dort bleibt, wo Gott ist, wird zeugnislos. Aber wer dort bleibt, wo Gott ihm sein Zelt aufschlagen hieß, der wird zeugnishaft bleiben. Der Glaube wartet immer auf das Handeln Gottes. Er hat Zeit. Und ich sagte einleitend, er handelt auf dem Hintergrund der Geduld. Denn Abraham, der hier der Gemeinde vorgestellt wird, der Gemeinde, die an Jesus glaubt, die jetzt aber durch die Glaubensväter des alten Bundes, weil Glaube immer schon zuerst da war, ein Zeugnis haben sollten, wie sie auch jetzt auf ihren Heiland warten sollten. So wie die Glaubensväter. Denn er wartete. Abraham handelte im Glauben und wartete auf die Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wollte das Ziel, das Gott kannte, wollte er unbedingt erreichen. Nicht vorgreifen in Eigenentscheidungen. Er wollte keine Stadt bauen und sich auch keine Stadt suchen, in der er sich niederließ, sondern er wartete. Er wartete. Und liebe Geschwister, das ist auch ein Geheimnis des geistlichen Lebens in unserer Zeit. Warten. Warten können. Eines ist auch mir deutlich geworden. Wer warten kann in Gott, versäumt nie etwas. Nie etwas. Man wartet nicht über die Zeit hinaus. Über die bestimmte Zeit, die Gott gegeben hat. Aber man kann weglaufen durch zu schnelles Handeln. Man wartet nie über die Zeit hinaus. Warten im Glauben auf den Herrn ist die Garantie zum richtigen Handeln, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in richtiger Art. Abraham lebte lieber in Hütten als in den Häusern der Gottlosen. Und darum blieb er beweglich für Gott. Beweglich für Gott. So sollen auch wir als wiedergeborene Christen uns nicht in dieser Welt festsetzen, sondern beweglich bleiben. Wer bei dem Vortrag von der Schwester Inge dabei war, der hat auch diesen kurzen Satz vielleicht gehört, wie beweglich die Schwestern sein mussten. Und ich habe das auch in früheren Jahren von den Predigerbrüdern oder so bei der Heilsarmee gehört. Die Schwestern mussten so beweglich sein, da konnte gesagt werden, in 2 Tagen bist du in Schlesien und da machst du deinen Dienst weiter. Dann wurde das kleine Köfferchen gepackt, dann ging es los. Und dann konnte 3 Monate später vielleicht die Order kommen, so, jetzt nimmst du dein kleines Köfferchen und jetzt in Süddeutschland machst du deinen Dienst weiter. Wird das kleine Köfferchen gepackt und geht's los. Wie beweglich, dachte ich so dabei, als sie das sagte. Was ist das für ein Aufwand bei uns, wenn uns das jemand sagt? Oh, da müssen wir jetzt einen riesigen Lastwagen holen und so, um unsere 3 Kleider da reinzupacken, ja. Ja, und die haben einfach ein Köfferchen und das war bei den Brüdern bei der Heilsarmee auch so. Von einem Tag zum anderen wurden sie zu Ortswechseln aufgefordert. Da gab es gar keine Widerrede. Sie waren auch darauf eingestellt, ja, das ist so. Wir waren immer beweglich für Gott. Deswegen, da kann man auch nicht so viel mitschleppen, ne? Wie man so durch die Zeit schleppt. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, wenn wir mal umziehen, oh, da wird erst mal offenbar, was man so mitgeschleppt hat die ganze Zeit. Ne? Das kriegt man gar nicht so weg.
auf einmal, wir beladen uns mit viel zu viel Ballast. Gar nicht mehr beweglich für Gott. Deswegen haben wir oft so ein Aber dagegen. Aber Herr, du weißt doch dies. Abraham wollte beweglich bleiben. Unsere Heimat ist nicht die Erde, sondern das himmlische Jerusalem. Es ist die Stätte Gottes, die Stätte im Licht, die Stätte, wo der himmlische Vater wohnt. Das ist unsere Heimat. Hier sind wir nur auf Durchgang. Deswegen müssen wir hier beweglich bleiben, ambulant. Hier sollen wir sein wie die Glaubensväter, und deswegen wurde es der Gemeinde hier gesagt, denkt an Abraham. Der Gemeinde, die den Messias nun kennengelernt hat und dem Messias folgen soll in dieser Zeit, denkt an Abraham, er war beweglich. Der Glaube und Glaubensgehorsam konnte ihn überall hinführen, wo Gott wollte. In ein Land, was er nicht kennt. Und wir sollen wie alle Glaubensväter nur Gäste und Fremdlinge auf dieser Erde sein. Gäste und Fremdlinge. Um in diesem Glauben und Glaubensgehorsam leben zu können, musste Abraham oder in Abrahams Leben etwas Wichtiges entstehen. Es musste entstehen, dass Gott in allen Dingen allein die Mitte ist. Sonst wäre das nicht gegangen. In allen Dingen allein die Mitte ist. Und das drückt sich auch in seinem Namen aus. Zunächst hieß er ja Abram, Erhabener, hoher Vater. Er hatte für die damalige Zeit eine erhabene Stelle und Stellung in Ur. Er war nicht unreich, er war auch sicher nicht unintelligent. Hoher, erhabener Vater, Abraham, er hatte gewiss Einfluss unter den Menschen. Man ehrte ihn, er hatte eine gewisse Würde. Doch reichte das nicht aus, um Gott dienen zu können. Und neutestamentlich gesagt, Gott von oben nach unten dienen zu können. Nicht von unten nach oben. Aus dem Menschlichen zum Göttlichen. Das ist ja das Religionsprinzip. Alle Religionen versuchen Gott von unten nach oben zu dienen. Ja. Aber geistlicher Glaube ist ein Dienst von oben nach unten und wieder nach oben. Darum reichte Abram nicht aus. Und da fügte der Herr, als Abram gehorsam wurde, fügte er einfach den Hauptbuchstaben, den Grundbuchstaben des Namens Gottes, seines Namens mit ein, das Hey. Und nannte ihn Abraham. Und das heißt, Vater der Menge, der für viele zum Segen wird. Nicht erhabener, würdiger, hoher Vater. Vater der Menge, der vielen zum Segen wird. Denn der Glaubensgehorsam, der bewegt wird von oben, er geht nicht nur von oben nach unten, sondern er geht auch in die Breite. Er geht auch in die Breite. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham machte. 1. Mose 17, 4 bis 5 können wir das lesen. Weil er ihm glaubte, also nicht aus den Werken heraus, wurde ihm dies Geschenk zuteil, sondern aus dem Glauben. Siehe, so steht es in Kapitel 17, ich bin's und habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich
gemacht zum Vater vieler Völker. Das heißt nicht nur Segen von oben nach unten, sondern auch in die Weite, in die Breite. Das bewirkt Glauben aus dem Heiligen Geist. Auch die Gemeinde Jesu sollte nicht nur einen vertikalen Segen empfangen für sich persönlich, von oben nach unten, direkt nur wo die Gemeinde ist, sondern in die Weite. Ein Segen werden für viele Völker, wie es ja auch geworden ist bis zum heutigen Tag und wie es immer wieder werden soll, wie es werden soll in unserem persönlichen Leben und im Leben einer örtlichen Gemeinde und der Gemeinde Jesu überhaupt auf der Welt. Und das ist Golgatha. Das ist Golgatha. Wo Gott in Christus von oben nach unten eine Erlösung gab von der Sünde und von der Folge der Sünde und in die Breite die Menschheit segnete. Das Kreuz, ausgestreckte Arme rechts und links. Gott war in Christus. Auf der Erde stand er, versöhnte uns mit sich selbst und segnete in die Breite. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Nur hier ist der wahre Glaube, der von Gottes Thron aus durch den Heiligen Geist im Gehorsam gegen Gottes Stimme das Werk des Glaubens in der Verkündigung des Evangeliums durch Wort, Tat und Wesen treibt. Nur hier ist der wahre Glaube zu sehen. Diese Beispiele, die hier in Hebräer 11 der Gemeinde, der jüdischen Gemeinde sonderlich gegeben worden sind, sind zur Ermutigung gegeben, dass sie wissen sollten, Gott war immer so. Er ist auf Segen ausgerichtet durch den Glauben, aber den wahren Glauben. Und sie sollten ein rückliegendes Beispiel nehmen. Es ist interessant. Eigentlich müssten sie ja sagen, wieso? Jetzt brauchen wir das Alte Testament nicht mehr, Abraham. Wir haben jetzt Christus. Ja, aber auch hier, wenn man nicht im Gehorsam lebt, kann der Blick verdunkelt werden und man lebt sich selber. Dann schau bitte zu den Vätern. Die haben im Glauben das Richtige getan. Es gibt ja manchmal so Streit darüber, was macht man zuerst. Ich kenne ja die Reden auch im Christentum, Glaube oder auch Taufe oder umgekehrt. Ja, im Alten Testament, da war es anders. Da wurden die Kinder zuerst beschnitten, offenbar, und dann kam der Glaube. Ist denn es wahr? Ist nicht wahr. Der Glaube war zuerst. Und trotzdem wurden die Kinder beschnitten. Der Glaube war zuerst. Er war zuerst. Der Glaube ist die Substanz, nicht das Werk. Denn wir lesen bei Abraham, er bekam die Anordnung der Beschneidung als Siegel aufgrund des Glaubens. Und man sagte, alle Kinder müssen beschnitten werden. Glaube war zuerst. Aber alles, was danach folgte, wurde mit aufgenommen in diesen Glauben. Ja, wir kommen da oftmals nicht klar mit dem zuerst Glaube, dann das und so. Glaube ist immer zuerst. Aber die Folge war hier, alle die auf deiner Seite dort stehen, sollen mit hineingenommen werden. Auch wenn das augenscheinlich nicht so aussieht, weil diese Kinder ja nicht glauben konnten. Aber sie wurden mit hineingenommen in die Glaubenssubstanz, da wo Verantwortung vorliegt für andere, wie eben Abraham auch für sein Haus Verantwortung hatte und zuvor Tara auch für Abraham. Glaube von oben also, vom Throne Gottes her, durch den Heiligen Geist im Gehorsam, wirkt in Wort, Werk und Wesen die richtige Tat. Die Frage sollte an die Hebräer gestellt werden, darum wurde ihnen der Spiegel vorgehalten. Lebt ihr in diesem Glauben? Lebt ihr jetzt in einem Glauben von unten nach oben oder von dem Glauben aus dem Glauben von oben,
Lasst ihr euch einfach führen wie Abraham, wo Gott will? Oder seid ihr selbstständig geworden, hätte man zu den Hebräern ja sagen können, weil ihr jetzt Christus habt und jetzt macht ihr, was ihr wollt und bittet Christus nur, euch zu segnen? Denkt an Abraham. Paulus sagt einmal im Blick auf die Heiden im Römerbrief, sagt er, seid nicht stolz, erhebt euch nicht über die Juden. Blindheit ist ihnen zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Heiden eingeht. An der Stelle könnte dasselbe stehen. Liebe hebräische Gemeinde, die ihr den Messias gefunden habt, erhebt euch nicht über die Glaubensväter, sondern schaut. Sie kannten den Messias noch nicht so wie ihr, aber sie lebten im Glauben und gingen dahin, wo Gott wollte. Ihr solltet das viel mehr tun, ihr hebräische gläubige Gemeinde. Ja, ich übertrage das mal so. Das ist eine Wegweisung dafür, dass sie jetzt umso mehr, weil sie den festen Grund und den festen Anker in Jesus Christus haben, umso mehr glauben, noch mehr als Abraham, noch flexibler sind als Abraham, weil sie jetzt wissen, unser Zuhause ist tatsächlich im Himmel fest. Wir kennen es. Abraham war Gast und Fremdling, er wartete auf die Stadt, die geoffenbart wird. Wir kennen die Stadt im Glauben und darum können wir erst recht beweglich sein, flexibel sein. Die Frage also, lebe ich noch oder überhaupt in diesem Glauben? Jesus Christus, der Messias, will der Herr sein. Durch diesen Glauben will er sich bezeugen in dieser Welt. Er baut auf, er baut ab, er bewegt. Er sagt, heute ist hier mein Werk, in 10 Jahren sagt er, weg, mein Werk ist jetzt dort. Mein Werk ist jetzt dort. Wir sind als Christen oft so festgefahren und sagen, na, das Werk wurde einmal hier gegründet, das muss immer hier stehen. Nein, Gott kann die Häuser einreißen. Er kann sagen, hier ist jetzt fertig. Wir machen was anderes. Ihr habt doch gar nicht den Überblick. Ich habe ihn über alles. Verstehen wir, wie einfach es im Grunde genommen sein darf, wenn man auf Gottes Stimme hört. Aber wie kompliziert es ist, wenn wir mit Thomas sagen, es sei denn. Glaubensgehorsam wirkt tatsächlich auch Glaubensfrucht für die Ewigkeit und oft schon sichtbar in dieser Zeit.